Hallo und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance in der letzten Folge. Da haben wir den Gefangenen ja weiterhin gefangen gehalten und ihn dann hier zurück nach Ratai in den Kerker geschleppt. Da hatte sich dann das Spiel leider aufgehängt und wir sind dann nochmal rein. Ich habe das jetzt exakt so, wie wir das in der letzten Folge gespielt haben, nochmal kurz nachgespielt, die letzten paar Minuten, und es hing sich auch diesmal nicht auf. Also bin jetzt hier im Kerker, alles gut. Und wir können weitermachen. Heinrich ist nach wie vor noch ein bisschen mitgenommen aus der letzten Folge. Hört hier und da immer mal eine Tracht Prügel abbekommen. der Tag, ist immer noch derselbe Tag? Ja, ich glaube, ne? Oder schon der nächste? Ich bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls, der hat ja früh vorm Turnier auf die Fresse bekommen, bei diesem einen Lager. Dann im Turnier richtig hart. Dann auf dem Weg nach Merhojet von Banditen nochmal auf die Fresse bekommen. Dann in Merhojet von dem einen Dorfbewohner. Wie hieß der? Pfeffer oder was? Ne, wie hieß der denn? Der hatte so einen ganz komischen eigenen Namen. Nicht Pfeffer. Ist egal. Jedenfalls, der hat sich da noch mit uns geboxt. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt auch im Kerker angekommen. In Ratai. Und ja. Ihr meintet, hatte ich jetzt gerade noch, bevor ich jetzt die Aufnahme, ist jetzt für mich ein Tag später, das heißt, die vorletzte Folge kam gerade raus, und da schrieb dann einer, den Kommentar muss ich zugeben, hatte ich beim ersten fünfmal Lesen überhaupt nicht ganz verstanden, was da denn tatsächlich drin stand, aber letztendlich ging es darum, dass es auch Vergleichsvideos gibt auf YouTube vom echten Ratai im echten Leben. Und natürlich dem, wie es hier im Spiel rüberkommt. Und das finde ich ganz interessant und würde ich mir wahrscheinlich mal anschauen, wenn ich durch bin mit dem Spiel. Jetzt nicht so zwischendrin, spoilern kann ich mich da natürlich nicht, ne, wenn die da das echte Ratai aus dem echten Leben zeigen. Aber trotzdem, ich mache sowas immer erst gern hinterher, wenn ich durch bin mit irgendwas, nicht so zwischendrin. Und ja, gut, wir sind hier im Kerker und gucken mal hier unten rein. Da liegt er nicht drin. Wo liegt er denn drin? Man kann da leider nicht rein. Ach hier, da steht einer. Da ist er bestimmt drin. So, du passt hier schön auf, dass hier nichts passiert, ne? Gut. Okay. Speichert das immer hier? Nee. Eieieiei. Wir müssten unter dem Gebäude des Vogts sein. Wir waren da unten schon mal in dem Kerker. Den hatten wir schon mal durch eine andere Quest entdeckt, wo wir irgendwie auf der Suche nach Wein oder so waren. Keine Ahnung. Schon ewig her. Das war zu der Zeit, als wir mit dem Hans im Badezuber zusammengesessen haben und gegenseitig Fang das Würmchen gespielt haben. Das waren Zeiten und ich hoffe, mit Hans geht's bald weiter. Weil das ist doch eigentlich, fällt mir gerade ein, das ist doch auch eine DLC-Geschichte. Oder das ist die Theresa DLC, weil man musste ja für Hans das Turnier, hätte man gewinnen sollen. Also geht es da nur weiter, wenn man das Turnier gewinnt mit der Hans Carpon Questreihe, oder ist egal, oder geht irgendwann weiter, keine Ahnung. Na gut, jedenfalls, wir müssen zu Herrn Ratzig, der leider nicht in Ratai ist, der ist da oben vor Thalenberg, der wollte dahin, genau. Ach, beim Aussichtspunkt ist er. Also eigentlich nur ein paar Meter entfernt von Merhojet, wo wir ja gestern noch waren. Leider sind wir jetzt da ganz unten, aber macht nichts. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Wir müssen es erstmal wieder gut gehen lassen. Der Heinrich ist ziemlich mitgenommen. Und ich hole mal bei Fußköter Hund und Pferd ran. Also ich sehe, dass sich unser Hund da oben auf dem Kompass bewegt. Ich weiß aber nicht, wo. Ah, da ist er. Calvin. Huhu. Da ist er. Cool. So. Ja. Okay. Ach ja, wir hatten ja. Stimmt. Wir hatten ja die Räuber, die uns da überfallen hatten, ordentlich auseinandergenommen und deren Zeug eingesackt. Das könnten wir doch theoretisch direkt wieder verkaufen. Wir haben ja auch Geld ausgegeben, weil... Ach ja, genau, noch eine Sache. Das habt ihr mir jetzt auch geschrieben. Das war auch schon in der vorletzten Folge. Kommen wahrscheinlich dann in der Folge vom Turnier von gestern.
auch nochmal, dass man im Turnier, man erhält nicht nur, also beide Kontrahenten erhalten nicht nur die gleichen Waffen, sondern auch die gleichen Rüstungen. Das wusste ich nicht. Ich dachte nur, die Waffen sind gleich und je nachdem, was ich für eine Rüstung anhabe, also es ist vollkommen egal, was ich für eine Rüstung trage, die beim Turnier, die ist immer gleich. Gut zu wissen. Dann muss ich mir da keinen Kopf mehr drum machen. Wir müssen uns dann nur noch einen Kopf drum machen in Zukunft, welche alkoholischen Getränke wir uns da vorher reinpfeifen und wie es uns gut gehen lassen während des Turniers. Hallo, ich habe eventuell einiges Interessantes für Ein Sie. Mächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Hat dir Ja. jemand deine feinen Kleider geraubt? Auch, ja, alles. Alles zur gleichen Zeit, gestern. So, einmal reparieren. Achso, der will jetzt natürlich alles reparieren. Aber am besten natürlich nur das, was ich auch trage. Das kostet 307. Wow. Ja gut, wir haben ordentlich auf die Fresse bekommen gestern. Ja, das war schon nicht ohne. Lass uns über den Preis Wer singt sprechen. denn hier gerade neben mir? Ist gut. Ich würde gern weniger bezahlen. Ist Sind wir uns 260 einig? okay? Das ist zu wenig. Okay, 280, 270. In Ordnung. Top. Sehr gut. Ja, kam jetzt allerdings sehr viel, ne? 270. Schon nicht so ohne. Wir verkaufen mal ein bisschen was. So, hier hatten wir noch mal eine Halskette. Der hat wieder 2300. Perfekt, da kriegen wir doch bestimmt viel, viel Geld jetzt. So, können wir gleich mal vergleichen. Der kommt weg. Die hier wären besser, die Komposit-Panzerhandschütze. Handschuhe? Die sind besser als unsere Jagdhandschuhe. Wiegen aber auch 2,5 Kilogramm mehr. Oder 2,5 Gewicht mehr. Die sind schlechter. Ich sehe es immer rechts dort. Unten, wo jetzt da die drei roten Zahlen nebeneinander sind bei Körperrüstung, ob schlechter oder besser ist. Der wäre auch besser, aha. Der wiegt 11. Das Ding wiegt so viel. Wahnsinn. Unserer wiegt 4. Gut, der ist auch komplett kaputt, hat deswegen nur noch einen Rüstungspunkt. Passt aber dann, ja doch, der passt dann da drunter. Guck mal, wie es das anpasst, ne? Zack. Spiel kapiert dann schon. Aha, der hat noch drüber was an. Dann legen wir es mal da unter die andere Schicht. Ha, wir könnten auf den robusten Gambeson wechseln. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob der, wenn unsere repariert ist, ob der dann, wie viel Rüstung der hat, weiß ich jetzt nicht. So, der Wappenrock. Ja, ich habe da halt noch andere Sachen, die kaputt sind, die ich jetzt hier nicht reparieren kann. Wir erhalten 567. Wir haben ja auch noch Reden wir über den Preis. Nun. einiges in Pebbles drin. Einverstanden? Na Bisschen dran. mehr, Endlich eine Vernunft. ja. Ja, perfekt. Geil. Okay, schön. Haben wir da nochmal Kohle gemacht. So, das hier ist ja der Rüstungsmeister. Der Handwerker selber, Grüß Gott. Was kann kann ich der für dich denn tun? was anderes? Alles Gute. Ich glaube, die teilen sich wieder ein Angebot, alle beide. Okay, aber hier war doch noch der Waffenschmied, oder nicht? Ich vergesse das jedes Mal. War der im selben Gebäude nur eine Tür weiter hinten? Nee. Oder nebenan. Entschuldigung für die Störung nochmal, ich bin schon wieder weg.
Hier ist der Schneider drin. Oder der Friseur. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Gott schütze dich. Ja, ich möchte erst mal reparieren lassen. Es ehrt mich, da. Gott sei mit dir. Okay, so viel mehr macht es nicht aus. Ich repariere mal alles, auch wenn wir davon nicht alles anhaben. Was sagst du dazu? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Ja, das... So, top. Okay. Dann schauen wir doch mal. Also die sind auf jeden Fall besser als unsere Jagdhandschuhe. Die haben 6 Rüstung mehr. So, dann legen wir die mal ab oder tauschen die aus. So, und der hier... Ja, okay. Also das war zwar kaputt, aber hat tatsächlich auch im voll reparierten Zustand nur 1 Rüstung. Ja, sind wir nicht mal komplett schwarz, aber für die Rüstung mehr würde ich es schon tun. So, und hier der Schal könnten wir gegen den Wappenrock austauschen. Macht aber auch nicht so viel mehr aus. Ja, einer von euch schrieb noch, wenn ich den Helm abnehme, der macht wohl irgendwie unser Charisma irgendwie 1 nach unten oder so, keine Ahnung. Wobei, da steht Charisma 18, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Ich wechsle da nicht bei jedem Mal irgendwie, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, die Klamotten. Da kommt es mir dann auch nicht drauf an, wegen einem Charisma-Punkt oder so. So, Wappenrock. Ja, das sieht doof aus, wenn ich den da drüber ziehe, dann sehe ich aus wie so ein Sack Kartoffeln. Nee, das sieht blöd aus. Ein Cape fände ich ganz cool. Aber allgemein ein anderer Helm. Ja, dafür wäre ich auch, dass wir einen Helm haben, ohne diesen nicht ganz wenig auffallenden Kranz da oben drum. Alles gut. So, dann verkaufen wir jetzt mal den anderen Kram, den wir nicht mehr brauchen. Wie viel Geld hat er ja auch? 1100, so viel wie wir gerade. Achso, warte mal. Kaufen? Der hat nur so nobles Zeug, ne? Nichts für... Nichts für uns eigentlich. Ja gut, die Wappenröcke hier... Ah nee, das sieht... Nee, das haben die im Mittelalter noch nicht so drauf gehabt mit Wappen. Naja, wobei... nee, weiß ich nicht. Gefällt mir nicht. So, die Kleider dürfen wir leider nicht anziehen. Könnte uns auch eine schöne rote Rüstung... Oh, guck mal, das setzt sich dann so ein bisschen ab. Diese rote Google. Roter Spitzhut. Robin Hood. Ich glaube, seiner war grün, oder? Hatte der überhaupt einen auf? Schneiderset, ja, das lasse ich. Der hat auch echt viel Zeug. Er ist ja unglaublich. Wofür braucht man denn im Spiel? Die kann man ja anscheinend kaufen. Diese Kleider für die Damen. Oder ist es ein Angebot, wenn ich irgendwie mit Theresa da mit ihrer Questreihe unterwegs bin, aber... Naja, wer weiß. Oder könnte ich das kaufen und ihr schenken? Das wäre auch witzig. Reden wir über... Nun. So ein bisschen mehr Geld hätte ich schon gern. Wie wär's damit? Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Ja, bei dem... Top, danke. Wir verbessern auch immer unseren Ruf, wenn ich die nicht zu sehr über den Tisch ziehen möchte. So. Aber gab es hier vorne nicht noch irgendwo so einen Kerl, der Waffen verkauft hat? So, es regnet zwar, aber trotzdem, nehmen wir mal das saubere Wasser, was hier schon seit Tagen in diesem Bottich rumsteht. Das war eins davor. Hier. Hallo. Neben der Bäckersdame. Hier war's. Ah ja, cool. Guten Tag. Mach mal zu. Draußen ist kalt heute. So. Gott sei mit dir.
sei mit dir. Ja, okay. Ich suche nach Bruchstücken vom Schwert der Königin von Saba. Ah, da kann ich indirekt fragen. Es heißt, ein Pilger habe dir ein Bruchstück eines seltenen Schwertes verkauft. Ich hätte Interesse daran. Hat der Pfusch aus Sasau dich geschickt? Wieso? Wieso? Weil keines für ihn übrig war und er auch eines will. Aber er hat Pech. Ich habe ein Stück, aber nie im Leben würde ich es verkaufen. Und es gibt keine... Nein, gibt es nicht. Wie gesagt, nie im Leben. Gut, danke für die Info. Alles gut. So, stimmt. Okay, wir müssen auf Pebbles erstmal zugreifen. So, ich wollte aber trotzdem nochmal schauen. Schwert des Herodes. 75 Schaden. Das ist aber bestimmt ein Langschwert, oder? Ja, das ist ein Langschwert. Lang, kurz. Ja, unseres macht ja ähnlich viel Schaden, ne? Wie das hier. Ich glaube, das Schwert, was wir in der Hand führen, das ist gar nicht so schlecht, oder? Ja, wenn wir irgendwo mal einen guten Streitkolben finden, können wir auch damit gerne mal hantieren, dass wir uns da verbessern. Ja, ist schon cool, was alles für Waffen gibt. Okay. Gut, dann müssen wir erstmal bei Pebbles reingucken. Dem habe ich ja auch einiges gegeben. Hier das Bürgerschwert. Das nehmen wir... Den Jagdbogen von Hans möchte ich eigentlich nicht verkaufen. Kriegshammer mit Dornen. Der scheint nicht so verkehrt zu sein. 46 Schaden. Kumanischer Metallschild. Schwerer Kriegshammer. Der sieht doch gut aus. Jetzt sind noch die ganzen Klamotten von den Kumanen. Okay, gut. Also der könnte vielleicht was sein, dass wir den immer mal nehmen. 10 Stärke brauchen wir dafür. Ich glaube, der ist gar nicht so verkehrt hier, der schwere Kriegshammer. Das ist auch so ein Einhänder, glaube ich. Ach, 271 bekommen wir nur. Okay. Schade, ich hatte mit ein bisschen mehr gerechnet. Was sagst du dazu? Nicht schlecht. Senke. Endlich eine vernünftige Summe. Gut, sehr gut. Ein bisschen mehr. So, dann gehen wir nochmal rüber. Da muss ich die anderen Klamotten bei dem verkaufen. Beim Rüstungsschmied. Da hat er ja noch Geld. Oh, wir können wieder nicht mehr rennen. Heinrich ist gerade wieder dezent überladen, wenn er hier sein Bollerwagen hinter sich herzieht mit, mit Rüstung und Schwerter und Kolben und Schilden und Kutten von erledigten Gegnern. Hey, ich bin schon wieder. Ich habe da doch noch was gefunden. Ach hier, guck mal, die gepolsterten Beinlinge, die könnte ich noch anziehen. Der Slot ist nämlich noch frei. Dann lasse ich die mal. Ich guck mal immer nebenbei noch mal kurz, ob irgendwas vielleicht... Ach, die Kettenbeinlinge könnte ich da auch anlegen. Die sind deutlich besser sogar. Wiegen natürlich auch wieder mehr, aber macht ja nichts. Ach, die Kettenhaube. Ich dachte, das wäre gleichzeitig mit Helm. Da habe ich nämlich gerade nur... Wo ist denn das? Hier.
Da habe ich nur diesen Nackenschutz an. Der gibt nur 4 Verteidigung. Aber diese Kettenhaube gibt 14. Okay, geil. Dann legen wir die beiden Sachen mal noch an. Weg, weg, weg. Wenn ich die ordentlich verdroschen habe, die Gegner, dann sind natürlich auch deren, oh hier die Mailänder Panzerhandschütze, natürlich auch ordentlich kaputt gegangen bei. Und dann bringen die vermutlich deshalb auch nicht mehr so viel. Das könnte ein bisschen besser sein hier, aber egal, weg damit. Ja, die Schulterplatten. 1000 bekommen wir. Ja. Lässt sich was am. Da können wir doch locker noch einen Ticken mehr machen, ey. Was sagst du dazu? Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. In Ordnung. Nice. Okay. Richtig gut. So, dann legen wir mal die Kettenbeinlinge an. Die Kettenhaube. Und jetzt haben wir in jedem Slot was drin. Beim Schild nicht, ne? Das ist gerade noch abgelegt, aber. So, da ist jetzt auch was drin. Dann haben wir erstmal alle Ausrüstungsslots endlich belegt. Hat ja lang genug gedauert, nur 37 Folgen. Sollen sie doch mal kommen und uns doch mal überfallen. Ich glaube, einer, der sich jetzt mit uns boxen möchte, hat ganz, ganz schlechte Chancen. Egal, wo er an Heinrichs Körper dranhaut. Ich sehe es jetzt nicht genau, ob er einen Tiefschutz anhat, aber egal, wo er dagegen schlägt, ist Heinrich braucht eigentlich nichts machen, außer dazustehen. Der Gegner tut sich einfach selber weh. So, dann verkaufe ich ihm den Kram noch, den ich jetzt nicht mehr anhabe. Ja, komm, machen wir so. So, aber von den Sachen könnte ich, glaube ich, nochmal was reparieren lassen. Genau. 221. Wow. Reden wir über den Preis. Also, die Reparatur ist echt nicht günstig, ne? Ich stelle mir gerade vor, wenn ich. Na, geht das? Was sagst du dazu? Nur ein. Ja, komm. Endlich eine vernünftige. Wenn unsere komplette Ausrüstung mal komplett kaputt sein sollte, das könnte schwierig werden, das wieder zu reparieren. Aber ich hoffe, so weit kommt es nicht. So, also, wir haben jetzt eine schöne Einkaufstour hinter uns. Wir haben 2400 Groschen aktuell. Und habe ich noch was dabei? Ach ja, der rustikale Eschenbogen. Und die Pfeile muss ich unbedingt mal aufräumen. Komm, hier oben gab es doch irgendwo einen Jägersmann oder so, der hier die Bögen verkauft hat. Hier, der Jäger. Oben auf der linken Seite. Der war hinter der nächsten Mauer links, ne? Ratei, eigentlich ganz cool angelegt. Du hast eine Hauptstraße und links und rechts davon Gebäude. Ist natürlich jetzt so relativ langweilig aufgebaut, aber übersichtlicher, zumindest direkt auf beim ersten, zweiten, dritten Mal, als zum Beispiel in Sasau. Aber Sasau hat dann ganz eigenen Charme, ganz eigenen Flair durch die verwinkelten, naja, nennen wir es mal Gassen. Das erstreckt sich dann doch über größeres Gelände. Hallo, Berthold. Es ärgert mich, dass du zu mir. Pass auf, ich hab da was für dich. Also, du kriegst erstmal diesen Eschenbogen in die Hand gedrückt, den brauche ich nicht. So, dann habe ich doch bestimmt irgendwo. Achso, die kaputten Pfeile, die ich dabei habe, möchte der nicht. Wieso? Also, Wundpfeile, verbesserte Wundpfeile. Die machen alle echt guten Schaden. Ich habe nur einen einzigen Jagdpfeil? Hochwertige. Ach hier.
habe schon die schlechtesten, na gut, diese eine Jagdpfeil, ich habe schon die schlechtesten Pfeile angelegt, alle anderen sind deutlich besser. Welcher Schaden? 59 Schaden macht unser Bogen. ...77 macht der Eibenlangbogen. Der kostet auch nur 561. Ah, das ist ja interessant. Ach so, warte mal. Aha, Stärke 15. Deswegen macht er weniger Schaden bei uns. Stärke 13 haben wir auch noch nicht. Aha. Da liegt der Hase im Pfeffer. Aber der Ulmenlangbogen, der würde von 64 auf 78 Schaden hochgehen. Und 12 Stärke haben wir schon. Huh. Aber da warte ich doch lieber, bis wir 15 Stärke haben. Dann kaufen wir uns den Eibenlangbogen und dann sieht es doch schon mal ganz gut aus. Die Spitzpfeile gehen halt ab, ey. 150 Schaden. Aber solange ich ja immer mal ein paar Pfeile habe, muss ich da jetzt nicht zwingend irgendwie was kaufen. Ja, komm, ist okay. Na gut. Da haben wir wenigstens das Inventar erstmal wieder so ein bisschen aufgeräumt. Was war jetzt bei Pebbles noch so drin? Der ja, okay, die können wir mal ablegen in unsere Kiste. Die Pelze. Hatte ich hier nicht irgendwo Wildschweinleder? Und ich hatte doch aber noch ein drittes für die eine Quest. So. Ja, dann könnten wir uns beim Badehaus einmal die Klamotten reinigen lassen und die Wunden und uns zusammenflicken lassen und Verbände und Gips anlegen. Ich glaube, Heinrich braucht heute mal für eine Nacht wenigstens einen Ganzkörpergips. Gut, zwei Stellen würde ich freilassen. Aber sonst muss da überall mal was angelegt werden. Gott, wer ist er hier? Heinrich. Hans, warst du das? Nee? Alex? Irgendwo hockt hier noch so ein Bettler rum, der uns Geld schuldet. Wir haben zwar gerade nicht wirklich Geldsorgen, aber trotzdem. Achso, einer von euch meinte heute noch, wenn ich Gott beim... Segne. Warte mal, pass mal auf. Achso, jetzt kann ich bei ihm hier gerade... Okay, man kann ja auswählen, ob man... Ach, hier ist Hans. Kann ich mit dem reden? Nee. Da ist es schon. Ob ich einen Tag übernachten möchte in so einer Schenke? Oder im Wirtshaus? Oder für eine Woche? Und da schrieb derjenige, wenn man das Zweitere wählt, dann gilt das wohl für immer. Also das wäre natürlich cool, dann würde ich das einfach überall machen. Aber wenn da halt im Spiel steht, für eine Woche oder für 7 Tage oder irgendwie sowas, denke ich mir, ja gut, dann wird es halt nur für die paar Tage sein, aber anscheinend zählt das dann doch länger. Oder für immer. Kann das jemand bestätigen? Können wir mal probieren. Ja. So, okay. Achtung, muss da mal vorbei. Immerhin ist er nicht mal besoffen. Ah, das ist auch witzig, ne? Der Betrunkenheitseffekt, der kommt dann nicht sofort, wenn man im Spiel was getrunken hat. Der kam erst so in der zweiten, dritten Runde im Turnier dann zustande. Aber ist ja auch richtig so, dass es dann erst so nach und nach, das braucht erst so ein bisschen, bis es dann im Kreislauf des Körpers ankommt und einen so ein bisschen die Sinne vernebelt. Also ist gut zu wissen, da müssen wir das nächste Mal rechtzeitig uns schon zulöten, bevor wir dran teilnehmen am Turnier. So... Ich möchte etwas bestellen. Und was darf sein? Etwas bestellen. So, Kleidung, Heilung und ein Bad, bitte. Wobei, warte mal, wir können auch nochmal die Haare. Mir gefällt nämlich ein Kessenunterschnitt. Ja. Ja, nicht. Lieber nicht. Ich wollte die Haare nochmal ändern. Ah, das wirkt mir zu aggressiv. Da sieht er fast aus wie einer von den Kumanen.
keine Ahnung, was die Kumanen für eine Frisur haben oder welchen, zu welchem Friseur die gehen. Die Lockenpracht eines Kriegers? Ach ja, das. Das ist natürlich auch aerodynamischer, ne? Lieber nicht. Was hatten wir noch im Angebot? Wie ein Mutter zu. Ach so, das sind wir aktuell. Lieber nicht. Komm, dann nehmen wir mal die Lockenpracht eines Kriegers. Das gefällt mir. Ich nehme ihn. Danke dir. Das lässt sich machen, aber du musst im Voraus bezahlen. Was kostet der Spaß? 20 Groschen. Komm, gut. Hier, wir haben's. Alles klar. Nimm das. Du wirst es nicht bereuen. Dann viel Glück. Ich bin an... Was hättest du denn... So, und zwar... Bartechnisch können wir auch noch mal was ändern. Können wir ruhig immer mal rangehen. Ja, die Rotzbremse. Lieber nicht. Der Minnesänger? Ja, ich nehme wieso nicht? Ja, danke, komm. Dir. Natürlich, aber... Gut. Du wirst es nicht bereuen. Möge Gott mit dir. Bart kostet nur 15, okay. So, und jetzt nochmal Heilung, Bart und Wunden. Ich bin an... Und was da? Ich möchte meine Wunden versorgen lassen und ein Bart... Wie du willst. Gut, bitte sehr. Du wirst es nicht bereuen. Dann viel Glück. So, wunderbar. Dann können wir dann auch ins Bett gehen. Und am nächsten Tag dann zu Herrn Ratzig reiten, der da immer noch beim Aussichtspunkt Nähe von Thalenberg auf uns wartet. So, okay. Zack. Ich hoffe, der Heinrich ist jetzt noch müde. Nicht, dass der jetzt, weil der hat eine Energie von 100, dann könnte es nämlich sein, dass ich gar nicht schlafen gehen kann. Okay. Die haben tatsächlich die Mondphasen im Spiel eingebaut. Das ist schon cool gemacht, ey. Das sollten alle Spiele machen. Pescheks Hof. Oder? Jo. Ah, die sind sogar noch hier? Was machen die denn zu so später Stunde noch hier? Na, Bursche? Lust auf eine kleine Wette fürs Rataya-Turnier? Ja, nicht nochmal. Das Klappern deiner Rüstung ist meilenweit zu hören. Ja, deswegen mache ich mich auch immer nackig, wenn wir irgendwo was auskundschaften sollen. Ihr meintet auch, dass eventuell... Also, da bin ich mir auch immer noch nicht sicher, auch wenn das so 2-3 Leute geschrieben haben, dass wenn man mit hellen, auffälligen Klamotten unterwegs ist, dass das die Gegner auch eher sehen. Also das hätte ich fast nicht vermutet, dass es auch, dass das auch implementiert ist, dass wenn man halt mit offensichtlich helleren Klamotten als der Umgebung unterwegs ist, dass auch die Gegner, KI, sag ich jetzt mal, das kapiert. Nee, also heute kriegt der Heinrich keinen mehr hoch. Das tut mir leid, Theresa, heute. Ich könnte noch mal was über Warzen und Flöhe vorlesen. Aber für mehr reicht's heute nicht mehr. Das war ein anstrengender Tag. Wir packen jetzt die beiden Sachen, den Kolben und den Bogen vom Hans hier in die Kiste. Und dann gehen wir ins Bett. Dem ich es aus Pebbles rausgenommen hatte. So. Naja, schlafen und speichern müsste doch aber dann gehen. Ja, doch, das geht. Okay. Ja, komm, 7 Stunden bis früh um 6 ungefähr.
So. Sattheit geht noch, ne? 90? Ja, sehr gut. Da müssen wir jetzt nichts essen, dann ist er wieder zu überfuttert. Und das findet er auch nicht gut. So, ihr beiden Schlafmützen. Also die sind lange wach, aber stehen erst echt spät auf. Dachte, das wäre damals andersrum gewesen. So wie die Sonne aufgeht, wird gearbeitet. Und wenn die Sonne untergeht, dann, naja, ist halt Feierabend. So, komm Pebbles, wir haben nochmal einen weiten Weg vor uns. Ja. Wenn wir auf dem Weg irgendwelchen Banditen begegnen, dann verdresche ich die aber sowas von. Halt! Ah, falsch. Ich muss aber wieder meinen Schild reinnehmen. Ja. Ja, und in Merhojet, vielleicht hat sich die Sache da ja mittlerweile auch geklärt. Da halten wir direkt nochmal. Da sollten wir eine gewisse Zeit abwarten, bis wir da nochmal mit dem Melchia, keine Ahnung, nochmal quatschen. Ja, ist noch alles sehr still. Hier in der Gegend. Vielleicht ist auch hier im Spiel, es ist gerade Wochenende, oder? Wenn Turnier ist, ist immer Wochenende. Da waren die Leute alle gestern noch lange feiern und schlafen deswegen vielleicht heute ein bisschen länger. Ein Wanderer? Hallo? Ja, weitermachen. Keine Gefahr für uns. So, das hier war Ledetschko, oder? Ich will das jetzt nochmal wissen. Ich frage mich das jedes Mal. Jo, ist es. Ja. Okay. Das mochte ich damals schon. Das ist mir in meinem Leben zum ersten Mal bei GTA 3 2001 mal irgendwann bewusst geworden, als ich dann dachte, ey, ich habe das Spiel jetzt so lange gezockt mittlerweile. Hier ist ein interessanter Ort. Dass ich mich mittlerweile in der Stadt so gut auskenne, dass ich überhaupt nicht mehr auf die Karte gucken muss. War natürlich damals im Vergleich zu einem, meinetwegen GTA San Andreas dann später oder GTA 5, deutlich kleinere Stadt. Oder auch GTA 4. Aber irgendwann kennt man sich dann so gut aus, dass man nicht mehr auf die Karte gucken muss, weil man genau weiß, aha, ich bin hier und da geht's da lang und da ist noch eine Abkürzung. Das finde ich immer mega geil, wenn man sich dann einfach auskennt. Genau wie es dann auch bei Sons of the Forest letztes Jahr war. Irgendwann, achso, das waren so Köter hier, kennt man sich dann einfach aus und weiß Bescheid, wo man ist. Auch wenn es teilweise je nach Größe der Spielwelt natürlich ein bisschen länger dauert. Aber wenn so eine Welt handgebaut ist, mit so vielen einzigartigen Gegenden, das macht es einem dann schon nochmal eine Ecke leichter. Ich dachte hier, der Baum wäre vielleicht der interessante Ort. Nee. Das ist schon eher der Übergang, der hier gemeint war. Ich dachte, hier liegt vielleicht irgendwas rum. Okay, weiter geht's, Pebbles. Und Abflug. Ja. Ist auch nicht, dass die Leute denken, was macht denn der Heinrich da schon wieder? Ja, jetzt ist er mal wieder in Ledetschko und dann guckt er da 20 Minuten lang. Komm ich hier durch? Da. Nein! Bin ich jetzt... Ist jetzt Heinrich die arme Socke mit dem Kopf hier oben eingerastet, ja? Okay, das ist ja mega cool. Ich wusste nicht, dass das Spiel das macht, weil ich meine, ich wäre schon mal irgendwo mit dem Kopf oben irgendwo durchgeritten, dass da keine Kollision gibt. Aber ich dachte, hier wäre ein normaler Weg und ich komme durch. Okay, warte. Das will ich jetzt nochmal wissen. Jetzt ging's. Aha. Ja, seht ihr? So geht's, aber wenn ich... Ja. Okay, wenn ich, interessant, wenn ich galoppiere, dann stoßen wir an, dann wirft es uns vom Pferd. Ja, sie brauchen gar nicht so gucken, das kann jeden Mal passieren, zweimal innerhalb von 2 Minuten. Mir ist aber aufgefallen, dass hier irgendwas nicht ganz okay ist.
So, Heinrich, wo müssen wir lang? Wie ging es denn nochmal? Es gab doch eigentlich einen viel besseren Weg nach Thalenberg. Ich würde ja gerne mal hier durch die Wolken reiten. Wir folgen dem Weg Richtung Osten und dann den Fluss. Ach, den Fleischer haben wir hier noch entdeckt. Ja, Ledetschko ist zumindest bisher nicht so wahnsinnig viel los, aber es gibt ja noch einige andere Quests, die wir noch nicht mal angenommen haben. Ach, und da hinten kommt wieder dieses Klick-Ding. Ich erinnere mich. Und dann ein paar Meter weiter sind wir dann schon so gut wie im Auenland. So ein Pferd kam auch so um die 2000, ne? Hier, genau. Hier ist das Klick-Ding. Aha! Was haben wir denn da, sagen Sie, Sir? Was hast du vor, Wilderer? Wovon zum Teufel sprichst du? Was? Was machst du hier? Du suchst deine Beute, habe ich recht, Wilderer? Dieses tote Reh? Wer hat denn gerade seine Finger im Reh gehabt? Ich reise im Dienste von Herrn Ratzig Kobilla durch die Provinz. Herr Ratzig? Oh, ich bitte um Verzeihung. War nicht so gemeint. Also gut. Ich denke, du bist doch nicht der Schuldige. Gut, dass du es einsiehst. Und was genau hast du hier eigentlich gemacht? Worauf willst du hinaus? Du trägst die Mordwaffe bei dir. Was ist denn das für ein Symbol? Dieser Stern? Du trägst die Mordwaffe bei dir. Das kannst du nicht beweisen. Aber ich werde beweisen, dass ich damit umgehen kann. Aha! Aha, das wollen wir doch mal sehen. Es wäre besser für dich, wenn du gestehst. Also gut. Ich war's. Ich brauchte was zu essen. Die Kumanen und die Banditen haben uns doch völlig ruiniert. Du musst das niemandem sagen, weißt du? Und du wirst es nicht bereuen. Keine Sorge, ich verstehe dich. Geh jetzt. Verschwinde und komm nicht wieder. Ja, kann man sich ja auch mal großzügig zeigen. Gerade weil ja der Heinrich selber das Gesetz gerne mal beugt. So. Gut, hier lassen wir da liegen. Soll er sich das Zeug nehmen, was er braucht? Wir haben nichts gesehen, nichts gehört, wir wissen von nichts. Weiter geht's. Das war jetzt das erste Mal, dass ich so ein Reh hier hab liegen sehen. Sonst immer irgendeinen Toten. Diesmal ein Tier. Ich glaube, wir sind den Weg auch schon 5-mal geritten mittlerweile. Aber stört mich nicht. Also ich kann ja noch 10-mal lang reiten. Alleine die Natur ist so schön. Mensch, die Ecke kommt mir aber sehr bekannt vor. Ich glaube, ich bin schon wieder wie beim letzten Mal verkehrt abgebogen. Ja, nee, okay, nee, geht noch. Ja. Geht noch. Braucht dann nur, wenn ich hier weiter lang reite, die zweite rechts und dann kommen wir geradezu nach Meruyet. So, also hier noch nicht. Vielleicht auch erst die dritte rechts, glaube ich. Jetzt können wir noch rechts so ein paar Feldwege immer mal und eine davon führt direkt. Ja, hier der erste, glaube ich. Alle Wege führen nach Meruyet.
Ja. So, hier auch noch nicht, glaube ich. Nimm mal die nächste Abfahrt. Genau, die führt dann direkt da rein. Ja. Genau. So, merke ich mir hoffentlich fürs nächste Mal, wenn wir wieder von Ratai nach Merhoyet reiten müssen. Oder Thalenberg. Wobei Thalenberg selber könnte man eine andere Route nehmen. Aber ich habe jetzt hier heute die Spritsparendste genommen. Wir müssen ein bisschen auf unseren CO2-Haushalt hier achten. Ja, ganz wichtig. Was mit ihm? Du hast doch nichts gegen etwas Reibach. Worum geht es? Heute ist dein Glückstag, mein Freund. Ich habe ein Angebot für dich. Eines, das man nur einmal im Leben erhält. Ist das Diebesgut? Na gut, zeig mir dein Angebot. Wie du wünschst. Das sind, ist eine 1, eine 3 und eine 5 drauf. Die anderen Seiten sehe ich jetzt natürlich nicht. Der kostet nur 5 Groschen. Ich will gar nicht wissen, wo er es her hat. Ich nehme mal mit, ich nutze die Dinger aktuell zumindest nicht. Aber der Heinrich ist natürlich großer Würfelfan und hat einfach gerne immer mal Würfel bei sich oder für seine Würfelgalerie. Und eigentlich habe ich es ja jetzt nur von ihm gekauft, damit es niemand anders kauft und damit Schindluder treibt und gegen uns vielleicht einsetzt. So, Achtung, Kopf einziehen, Heinrich. Stark. So. Okay, Melichor. Vogt von Merhoyet, wo bist du? Ach, geht noch nicht. Okay. Braucht dann vielleicht ein paar Tage tatsächlich, bis das hier wieder... Dann kriegen wir mit Sicherheit wieder Bescheid, wenn wir uns hier nochmal blicken lassen können, um mit ihm zu reden. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu dem Aussichtspunkt, zu Herrn Ratzig. Mal gespannt, was der von uns will. Komme ich denn hier einfach so vorbei? Geht ja. Ja. Waren wir hier schon? Na gut, da geht's leider nicht rein. Na gut. Ja. Oben. Mhm. Wer weiß, wo der uns jetzt hier hinlockt, mitten ins Gebüsch. Ah, dort ist das kleine Lager. Hier ist ein Pferd. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Ich bin aus Merhoyet zurück, Herr. Wie sieht es dort aus? Ich habe aus dem Kloster Hilfe geholt. Bruder Nikodemus und Johanka aus Scarlets.
Glücklicherweise gelang es Nikodemus, die Krankheit zu heilen. Zumindest sieht es bis jetzt vielversprechend aus. Dem Herrn sei Dank. Endlich gute Nachrichten. Was ist mit dem Gefangenen? Hast du ihn befragt? Er war auch krank. Hat er überlebt? Zum Glück überlebte er und ich konnte ihn befragen. Was hast du erfahren? Er brachte die gefälschten Münzen nach Pribislawitz. Erhalten hat er sie von einem Händler namens Menhard. Noch nie gehört. Ich auch nicht. Aber ich weiß, wo das Geld übergeben wird. In der Nähe von Rovna. Und dieser Menhard sollte jetzt dort warten. Ausgezeichnet, Heinrich. Diese Gelegenheit dürfen wir nicht ungenutzt lassen. Begib dich dorthin und nimm diesen Menhard in die Mangel. Warte noch. Es gibt da etwas, über das ich mit dir sprechen möchte. Auf bald. Ich wusste, du enttäuschst mich nicht. Nichts gegen Bernhard, Robert oder einen von den anderen. Aber keiner hat so viel herausgefunden wie du. Zumindest nicht ohne Prügel und Folter. Aber das funktioniert ja auch nicht immer. Dich schickt der Himmel. Danke, Herr. Finde heraus, wer hinter all dem steckt, dann werden wir sie uns vorknüpfen. Ja, Herr. Herr. Was gibt's? Manchmal frage ich mich, was das alles zu bedeuten hat. Warum lässt Gott nur so etwas zu? Dieses Gemetzel und die nie enden wollende Rache. Eine schwierige Frage. Ich bin kein Theologe. Aber vor langer Zeit kam ich zu dem Schluss, dass wohl alles im Leben eine Prüfung ist. Das Leben ist eine lange Kette aus Problemen, die es zu lösen gilt. Je mehr wir lösen, desto bessere Menschen werden wir. So habe ich das noch nie betrachtet. Sieh dir nur diese ganzen verwöhnten Schnösel an, die keine Sorgen haben, wie der junge Herr Capon zum Beispiel. Allein der Gedanke an seine Regentschaft lässt mich erschaudern. Das Leben birgt immer neue Herausforderungen, doch wir müssen stark bleiben und uns ihnen stellen. Nun, begib dich nach Sasau und stell dich dieser. Verlass dich auf mich, Herr. Viel Glück. Ab nach Sasau. Okay. 375 Groschen bekommen. Neue Stärkepunkt, neue Hauptstufe. Perfekt. Cool. Ja, der Herr Ratzig, der ist ganz, ganz korrekter bisher, ne? Ich hoffe, dass der nicht irgendwie später mal sich gegen uns stellt oder so. Wo war denn hier? Quest begonnen, alles was glitzert. Och. Begibt sich zu jenem Ort, an dem die gefälschten Münzen übergeben werden, ja? Hier haben die irgendwo rumgestanden. Schick. Wuff, wuff, wuff. Bei Rovna ist das genau. Ja. Die Seuche. Wir könnten dann eigentlich jetzt echt erstmal, bevor wir nach Rovna gehen, so ein paar von den Nebenquests wieder machen, oder? Hol dir von Hermann deine Belohnung ab. Ach, shit, ja. Da hätten wir nochmal hingeguckt. Hingekonnt direkt zum Hermann Henker. Henker Hermann. Aber das läuft nicht weg. Das sollte... Das müssen wir machen, wenn wir das nächste Mal in Ratei sind. Da möchte ich jetzt gerade nicht wieder runterreiten, weil wir gerade von dort kommen. Ein Mann Gottes. Das könnten wir jetzt machen. Dann nehme ich erstmal so lange unsere Hauptquests raus. Und dann suchen wir mal nach Pater Simon. Da müssen wir ganz in den Norden. Ich glaube, da waren wir noch gar nicht, ne? Das war noch der... Genau. Da sind noch Wolken. Oh.
Schönes kleines Lager, was die sich hier oben gebaut haben. Gefällt mir. Optisch jetzt nicht sonderlich eindrucksvoll, aber reicht, denke ich, für ihre Zwecke aus. Das ist auch cool, ne? Dass wir jetzt auf der Spur sind. Nach den gefälschten Münzen. Wer steckt dahinter? Können wir hier auch mal wieder so ein bisschen quer durchs Gelände. Vielleicht finden wir ja nochmal was. Was ist das hier? Ist das eine Mine? So aus. Eine Höhle. Aha. Nee, da kann man... Oh, jetzt steckt da fest der Heinrich. Nein, Heinrich... Mach mich nicht schwach, komm raus da. Ah, klemmt wieder die fette Rüstung. Ich hätte sie vorher mit Fett einschmieren sollen. Nein, Heinrich. Warte mal, hinknien. Hinknien geht immer, Gott sei Dank. Ja, ich wusste nicht, vielleicht geht es da hinten weiter. Irgendwas ist noch nicht ganz richtig. So. Okay. Also hier ist irgendwas Merkwürdiges vorgefallen, aber können gerade leider nicht rausfinden, was Sache ist. Na gut. Ja, ist hier vorne noch mal was. Ein Lager? Was ist hier los? Na, zum Ausrauben hier. Arsch langweilig. Wer ist da? Was ist hier los? Wer ist da? Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an jemanden. Tja, leider hält er nicht für aus. Alle Dobredelle. Nein, vergiss es. Jetzt stirbst du. Bastard! Verdammt! Hey! Du! Oh, lieber Gott! Oh. Wollt ihr einfach abhauen? Das geht doch nicht. Ja, alles mitnehmen. Bisschen schade, dass die Fackel nicht nach und nach, also die haben an so viele Sachen gedacht, aber die Fackel, die geht die kaputt, ne? Die kannst du unendlich lange nehmen, die eine, die wir von Beginn an haben. Also seit Dutzenden Stunden brennt die. Na gut, wir haben sie ja nicht dauerhaft angehabt. Aber der Pebbles, der bekommt direkt mal wieder was. Aber die Waffe von dem? Hat er die Waffe dann hier irgendwo fallen lassen? Ich glaube, die Waffe lassen die fallen. Die tragen die gar nicht bei sich, wenn ich die plündere. So, da ist der nächste. Der hat noch so einen Bogenschütze. Hey, wer ist? Ah, da ist noch mindestens ein zweiter. Okay. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank.
Verdammt! Ich muss mal drauf achten, ob er hier seinen Kolben fallen lässt. Ein richter Piekser. Au. Oh, wir haben Waldgarten entdeckt. Jetzt bist du tot. Aber der Bogenschütze ist einfach abgehauen, ne? Pieksen. Das Pieksen ist des Heinrichs Lust. So. Dreckschweine. So, und hier ist gerade die Waffe runtergefallen, habe ich gesehen. Da liegt sie unter dem. Dolch hat er noch dabei. Leg den mal kurz beiseite. Ah, jetzt hier. Da ist er. Die Breitaxt. Ein bisschen Geld bringt die dann schon noch. Okay. Ja, dann nehmen wir die mal mit. Also die haben echt viel Loot dabei, die Gegner. Wie sieht's denn aus bei Pebbles? Ein bisschen Platz hat er noch. 50 Platz ist noch. Cool. Heinrich mittlerweile Hunger 82. Naja, es geht noch nicht. Noch nicht wirklich. Das ist wieder ein Häschen. Oh, der eine Bogenschütze, der ist jetzt einfach weggerannt, oder wie? Der hat gesehen, wer hier um die Ecke kommt und der war der einzige Kluge von den dreien. Der hat sich gesagt, nee, mit dem Ach so, hier ist noch ein Unfallort. Hey, wer ist da? Wo? Wer ist da? Was ist hier los? Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Aufhören! Bitte! Ich ergebe mich! Er ergibt sich. Nein, vergiss es. Jetzt stirbst du. Du Bestie! Heinrich, die Bestie. Da, Piekser. Oh mein Gott. Abhauen ist nicht mehr. Jetzt zieht der Heinrich das hier durch. Aha. Man hat Hasenfleisch gewildert. Ja, das geht aber gar nicht. Wird sich, oh, 30 schöne Pfeile. Das wird sich der Heinrich nicht wagen. Ja, Pebbles fast voll. 3.400 Groschen haben wir sogar aktuell. Pebbles, wo bist du? Hier. Okay. So. Da kam er doch nochmal zurück, der Bogenschütze. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er doch angreift. Aber vielleicht, weil ich seine beiden anderen da schon erledigt habe. Wieder ein Wildschwein. Ah, Heinrich, ah, wir rutschen runter. Gut, dann lassen wir das mal. Auf dem Pferd ist Bogenschießen sowieso nochmal eine andere Sache, das kenne ich noch gar nicht.
Richtig tief im Wald drin diesmal. Jagdwild könnte ich meinem Hund gerade auftragen. Aber brauchen wir gerade nicht. Wir haben gerade die Taschen wieder voller schöner Sachen, die unseren Geldbeutel voller machen. Guck mal, da unten sind wieder welche. Gibt's was, das du kaufen möchtest? Was ich kaufen? Machen die beiden hier? Hab einiges im Angebot. Hirsch, Wildschwein, Hase, Rebhuhn. Brauchst nur fragen. Ein Wilderer, aha. Was darf sein? Endlich mal ein Gleichgesinnter. Zeig mir, was du im Angebot hast. Dörrfleisch können wir noch mal ein bisschen was kaufen. Für Kelvin? Naja. Ah, das ist cool. Soll er aber machen. Nachbar, für das feinste Wildbret überhaupt. Wo ist denn Kelvin? Da ist er. Willst du Wildfleisch kaufen? Komm her. Drei Fußköter. Ganz hey, Bursche, fein. Komm mal. So ist's. Sieh mal, Stunde was Plus ich für dich habe. Neue Stufe. Hey, guter Mann. Willst du deine Festtafel nicht mit ein bisschen Wild zieren? Unsere Festtafel mit einem bisschen Wild. Ja, ja. Nein, danke. Wir wildern selber sehr gerne. Da sind wir nicht auf fremde Hilfe angewiesen. Achso. Ah, nein, das hier war schon der offizielle Ein- und oder Ausgang, keine Ahnung, zu seinem kleinen Wildererlager. Ist echt am Arsch der Welt, hat er hier sein Geschäft aufgemacht. Das findet doch kaum einer. Ist mit Sicherheit auch so gedacht, dass hier nicht einfach mal die Wildererpolizei vorbeikommt und sagt, na, was machen Sie denn hier? Oh, ich weiß noch, wo noch Banditen sind. Wir waren noch bei dieser Kräuterhexe von Uschütze. Da hatten wir doch mal, als wir das erste Mal auf dem Rückweg von ihr nach Richtung Uschütze waren, da hatte ich ja diese eine kleine verbrannte Hütte im Wald entdeckt und eine Abzweigung zuvor hätte man nochmal abbiegen können und da kam mir, oder da hatte ich aber ein paar Banditen gesehen, bin damals aber rumgedreht. Die können wir das nächste Mal gern aufmischen, weil aktuell die Standardbanditen hier oder, also die sind kein Problem. Die Kuman ging auch. Das wird schon, also wir sind schon rüstungstechnisch, finde ich jetzt gar nicht so verkehrt aufgestellt. Da kann man uns schon mal sehen lassen. Guck mal, hier jetzt aus der Ferne, das ist da oben. Da ist so ein großer verdörrter Baum. Vielleicht gibt es da was. Der sticht halt so raus, weil das der einzige Stängel ist, der da trocken emporragt. Ja. Aber wir wollen ja erstmal Pater Simon finden. So, das hier ist Roffner. Oder? War das Roffner? Genau. Und hier ist dann ja die andere Hauptquest, aber da wollen wir erstmal nicht hin. Die treffen sich ja irgendwo. Ich möchte weiter. Wir machen erstmal wieder ein paar Nebenaufgaben. Ja, die Sache mit dem Hans weiß ich jetzt nicht. Ob ich erst das Turnier tatsächlich mal gewinnen muss, damit es bei ihm weitergeht? Oder habe ich es komplett verschissen? Weil ich meine, das ist eine DLC-Quest, die man sich ja theoretisch kauft. Also ich habe es ja auch gekauft, aber im Bundle. Was hast du da gerade gesagt, du? Du verdammter Ziegenficker! Mehr na? Du nicht auf? Das stimmt nicht, der Heinrich ist kein Ziegenficker. Heinrich fickt Schweine. So. Dass sich das immer noch nicht rumgesprochen hat. Immer diese Falschinformationen. Die eure Fake News könnt ihr stecken lassen, liebe Banditen. So, und einen Scheiß kannst du ja auch behalten. Der hat ja nicht mal Groschen dabei. Der hat ein Bier dabei. Energie minus 2. Nee, also das lasse ich mal hier. Der ist. Na gut, die Jagdhandschuhe. Die können wir von mir aus mal mitnehmen. Den Rest soll er behalten. Sagt er einfach Ziegenficker zum Heinrich. Also.
Hör da nicht hin, Heinrich, wenn die sowas Böses zu dir sagen. Als ob sich der Heinrich an der Ziege vergehen würde. Wo sind wir denn hier? Der Heinrich ist doch keiner von dieser ekelhaft perversen Sorte, der es einfach mit allem und jedem treibt, der hier nicht bei drei auf den Bäumen ist. So einer ist der Heinrich nicht. Der ist ein ganz, ganz korrekter... So, dann können wir hier in der nächsten Folge nämlich direkt hier beginnen, wo wir noch nicht wirklich waren. Es gibt ja noch, hier ist ja auch Scarlets in der Nähe und ich weiß noch, genau. Es hieß noch, beim Taubenverschlag in Scarlets gibt es irgendeinen... Komm, das können wir noch mal gucken. Gibt es einen kleinen Schatz zu finden. Ja. Das haben wir ganz, ganz am Anfang mal bekommen. Die Information oder den Nebenauftrag. Ich guck mal, ob ich das Ding so finde. Irgendwo. Das sind ja diese... Naja, wenn ich sehe, dann zeige ich es euch. Ich kann es jetzt nicht beschreiben. Diese Vogelnester, die so ein bisschen größer sind. Sollte man eigentlich leicht ausfindig machen. Bin mal gespannt, ob hier auch noch... Ach ja, Pribislavitz können wir auch noch mal halt machen. Aber da müssen wir vorher einmal Pebbles entleeren. Da komme ich gar nicht rein. Da liegt bestimmt dann auch noch mal ein bisschen Loot rum. Zumindest sind da wahrscheinlich noch Kisten zu finden. Meintet ihr auch, das lohnt sich schon, da nochmal hinzugehen? Die Leichen sollten da natürlich nicht mehr rumliegen. Die wir da professionell mit dem Bogen erledigt haben. Ja. Ja, da drüben ist sogar was los. Gehört das noch zu Scarlets? Ja. So, jetzt frage ich mich, können wir da vorne rein oder können wir auch hier hinten rum rein? Ja. Nee, Taubenschlag heißt das Ding, oder? Nicht Taubenverschlag. Also das Erste, was wir aufbauen müssen, wenn wir dann später mal da irgendwie das Dorf errichten, ist natürlich das Badehaus. Das kommt allen zugute. Denn alle wollen natürlich jeden Tag saubere Kleidung tragen und da kümmern die sich ja drum. Die bügeln zwar nicht, aber die machen die Kleidung sauber. So, ist hier hinten das Tor offen? Oder ist es kaputt? Ah, shit. Zu. Verdammt. Gehört das auch noch zu Scarlets? Ey, da waren wir auch noch nicht. Ich dachte, wir hatten Scarlets schon mehr oder weniger komplett gesehen im Intro, aber... Da gehört dir das da hinten auch noch dazu. Okay, da drüben auf die andere Seite des Flusses geht's später mal hin. Ich wollte eigentlich da oben noch mal reinschauen. Hinter die Holzpalisade. Ins obere Viertel von Scarlets. Vielleicht brauchen wir da erst wieder einen Passierschein. So, da ist zu. Gehen wir mal zum Haupttor. Wir waren ja schon noch mal hier, als uns dann Theresa gerettet hatte, ne? Oh, ich habe jemanden gehört, glaube ich. Da ist einer. Willst du, wartest mal lieber hier. Ach! Sieh an, was da hinter einem Stein hervorgekrochen kommt. Komm her, du! Ah.
Sehr gut, Heinrich. Doch, Ausdauer. Ich hänge gerade hinten irgendwo fest, da an dem Stock. Nein, das ist hier unten. Ich kann nichts machen. Musst du jetzt machen. Ich kann nichts machen, ich hänge hier fest. Oh je, hat das weh getan? Ja, das tut weh. Okay, jetzt komm, Heinrich, wieder erstmal hier weg. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen, sorry. Keine Chance. Ich konnte nichts machen. Okay, das war assi. Ich dachte, das waren keine der Kumaren, sondern welche von uns und den einen, den die weggehauen haben. Nein! Ach, ist das kacke. Ich hätte vorher speichern sollen. Shit. Och, nö. Peble. So folge mir. Scheiße. Jetzt haben wir natürlich unterwegs auch so ein paar andere schon erledigt gehabt, ne? Und geplündert. Das ist jetzt wieder weg. Shit. Gut, das ist jetzt ärgerlich. Lässt sich jetzt aber nicht mehr ändern, deswegen... Wo war denn das? So. Ja, willkommen zurück bei täglich grüßt das Murmeltier. Ach man. Also die waren jetzt nicht schwer, die haben nicht viel ausgehalten. Ich hätte auch zwei davon, die waren schon zu 3/4 runter mit der Energie. Durch ein, zwei kleine Schläge, die er dann doch noch irgendwie zwischendrin landen konnte. Oh, Jagdgebiet Hirsche. Aber entweder die haben mich ständig irgendwie in so einen Griff gepackt, dass ich kurzzeitig gar nichts machen konnte. Oder hinter mir, da stand irgendein Zeug rum, wodurch ich nicht wegkam. Das war gerade eine echt beschissene Aktion dort. Ich wusste auch nicht, ich dachte nicht, dass das Gegner wären, die vier. Sondern der eine, den die schon vermöbelt haben, dass das der Gegner wäre und die anderen wären vielleicht cool mit mir. Aber es war leider nicht so. Leichte Fehleinschätzung der Lage. Jetzt weiß ich nicht, sehe ich die Leute nochmal, die wir vorhin verdroschen haben, die drei? Mist. Ich hatte noch überlegt, bevor ich da rein bin, dachte ich gerade, speichere ich jetzt nochmal vorher oder nicht? Okay. Ja, also hier links im Wald, ne, da ist noch irgendwo dieser eine Wilderer. Dann das Lager mit den zwei Nahkämpfern und dem einen Bogenschützen, aber die habe ich jetzt so auf Anhieb zumindest nicht gleich gefunden. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir wissen, dass da noch Gegner sind, die nehmen wir uns später nochmal vor. Aber die Dreckschweine, die uns gerade verkloppt haben, denen würde ich gerne nochmal ordentlich die Fresse polieren. Aber diesmal an einer von mir ausgewählten Stelle. Ich bin einfach zu weit reingelaufen und bin dann selber nach links, weil ich einfach, ja, ich war gerade da so ein bisschen überrascht, dass die doch angreifen. Und dann stand ich aber ungünstig, dass ich da einfach nicht wegkam. Ach, schade, ey. Aber nützt nichts. Selber schuld, wenn ich mich da so reinstürze. So, das probieren wir jetzt nochmal. Eigentlich wollte ich die Folge schon längst beendet haben. Aber jetzt erst recht. So, wo war der Eingang? Ach so. What? Nein, Heinrich. Ach, shit. Ach nein, jetzt dachte ich... Oh Mann, ich soll nicht so viel denken. Vorhin kam doch nur der eine Bandit hier um die Ecke. Okay, wow, die halten mehr aus. Sieht man auch schon, natürlich. Fuß. Greif mal mit an, greif doch bitte mal mit an. Nein. Wenn die mich jetzt nochmal hauen, dann raste ich aus. Okay, die sind deutlich besser. Ich bin jetzt abgestiegen, ohne nachzuschauen, weil da vorne ja nur der eine Bandit um die Ecke kam.
Okay, warte. Ich lass mich jetzt sterben. Ich mach jetzt nichts mehr. Haut mich um. Ist mir jetzt egal. Ach, was für eine Kacke. Ja, danke, Spiel. Scheiße. Ach, fuck, ey. Aber schön, dass es nicht immer gleich abläuft. Das finde ich natürlich gut. Das ist positiv hervorzuheben. Das wäre jetzt, hey, Ratzig, ich bin schon wieder. Hey, na? Vielleicht sehen wir uns heute nochmal. Pebbles! So, Pater Simon. So, keine Sorge, vielleicht finden wir jetzt das Lager von vorn nochmal. Ich meine, ich bin da beim ersten Mal einfach nur in die Richtung geritten. Ach, hier ist die kleine Höhle. Da war das Lager hier drüben irgendwo. Oder? Das ist ein Weg, aber... Also die beiden haben gerade... Hätte ich schaffen können, aber wollen wir auch. Also gegen zwei ist schon immer scheiße. Man kann beide auch... Ach, ein Wildschweinjagdgebiet. Ja, geil. Genau, in solchen coolen, da suhlen die sich gerne. Hatte uns der Hans damals gesagt, als wir mit dem auf Wildschweinjagd waren. Aber ich kann dem Hund nicht angreifen zu befehlen, wenn ich schon im Kampf bin, oder? Also ich muss dem vorher schon sagen, ja, hier, du kannst da gerne zupacken. Hatte ich aber natürlich jetzt nicht auf dem Schirm, dass da zwei Kumanen oder warum er das war um die Ecke kommen. Mit einer fetten Rüstung. Ah, hier ist der Wilderer. Hallo. Haben wir den auch nochmal gefunden? Ja, lassen Sie sich bitte nicht stören beim Wildern. Ich kann das gut nachvollziehen. Das macht schon Spaß. Was denkt ihr? Ist es jetzt das letzte Mal, dass wir für heute hier langreiten? Oder müssen wir den Weg nochmal auf uns nehmen? So ein bisschen wie der Jakobsweg. Der Weg der Schande. Anders kann man es ja nicht bezeichnen. Bin natürlich selber schuld. Aber. Ja, gibt leider kein Aber. Die miesen Säcke, ey. Die kloppen, also... Die sind dann, da hat man schon gemerkt, ne, im Vergleich zu den ersten dreien, die wir da vorhin mal erledigt hatten, die hauen dann auch schon ordentlich zu, wenn ich blocke und die treffen mich von vorn, irgendwie geht's. Aber so wie die mich treffen, dadurch, dass die auch mehr Kraft haben und mehr Schaden verursachen, kloppen die mir auch schneller meine Ausdauer runter. Und das kann dann, wie vorhin bei den 4-5 da oben da in Scarlet, echt zum Problem werden. So, jetzt bin ich mal gespannt, jetzt sind wir gleich wieder bei der Stelle, wo beim ersten Mal nur der eine Bandit rauskam und jetzt gerade. Na dann komm da! Jetzt sind es zwei einfache. Drei. Drei Banditen. Bin dann mal weg, Jungs. Aha. Also das ist schon sehr unterschiedlich jedes Mal. Das ist cool zu wissen, dass es nicht immer gleich ist. Das gefällt mir eigentlich. Okay, jetzt. Jetzt bleiben sie da stehen. War der Haupteingang hier oben, ja, ne? Jo. So, ich möchte nur mal gucken, bevor ich mich jetzt hier wieder in irgendeinen Kampf begebe. Ja, die hauen sich da hinten wieder. So, Heinrich. Die knuspern wir einmal ganz geschickt mit Pfeil und Bogen vor.
Irgendeinen wird es vielleicht treffen, wenn ich von hier schieße. Die haben auch alle Schild und so. Was haben wir denn da? Hallo, kleinen Moment, ich muss da einmal... Was? Der haut ab, okay. Der hat Feierabend. Der muss sich beeilen, dass er seinen Zug noch kriegt, deswegen rennt er so schnell weg. Und die hier haben sich dann auch schon gegenseitig dezimiert. Da leben nur noch zwei. Wer ist da? Was ist hier los? Was ist das? Wer ist da? Was ist hier los? Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Endlich Schild. Oh. Alter. Wer ist da? Daneben. Ach so. Ja gut. Es fällt mir ein, die hatten natürlich auch vorn, als ich dachte, dass ich denen schon teilweise ein bisschen Lebensenergie abgezogen hatte, aber die konnten oder sind wahrscheinlich dann mit weniger Lebensenergie schon in den Kampf gestartet, so wie er jetzt hier. Ist der zweite jetzt da? Nee, ne? Geh mal ein bisschen weg, dass ich nur den einen hab. Na komm schon, du Hurensohn! Hey! Seit wann duzen wir uns? Alter! Okay. Wow, wow, wow. Scheiß Kerl! Wow, okay, keine Chance. Der hat mir. Also, der nimmt mir richtig viel meiner Ausdauer weg. Krass. Der ist natürlich auch. Okay, ja, ja, der Alter, der. Selbst wenn ich blocke, der haut mir so meine Ausdauer weg. Wow, okay, krass. Die sind aber hart. Ach, wobei. Wir tun mal so, als ob wir nie was gesehen hätten. Nee, das ist mir jetzt. Dann doch noch ein bisschen zu heftig. Krass. Also da ist ja einer schon echt fies. Dabei wollte ich doch nur diesen Taubenschlag mir mal anschauen. Aber das ist wahrscheinlich der Bonus, wenn man dann die hier da erledigt hat. Dass man dann da vielleicht erst rankommt. Also, die sind. Also, sind das Kuman oder sind das schon wieder andere Kämpfer, die mir da jetzt hier gerade den Tag versaut haben? Also jetzt in der aktuellen Zeitlinie geht's ja, da haben sie uns den Tag noch nicht versaut, aber zweimal zuvor. So, da hinten geht's weiter. Da hinten muss irgendwo Pater Simon sein. Ich würde sagen, das finden wir dann aber beim nächsten Mal raus. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.